Ja, hi Leute, ich bin zurück von der Insektenbörse in Frankfurt am Main 2016 und möchte euch hier meine Ausbeute vorstellen. Es ist wieder mehr geworden als geplant, aber was soll's, ich bin zufrieden mit meiner Ausbeute und dann darf das auch schon mal was mehr sein als geplant. Okay, weil es recht viel ist, mache ich jetzt schon mal direkt weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie die Börse an sich war, dann schaut ihr das kurze Short-Review an, was ich ein paar Tage vorher hochgeladen habe. Und dann seht ihr, wie das so auf der Börse abläuft. Ist halt kurz gehalten. Soll nur einen kleinen Überblick verschaffen und nicht zu viel verraten, damit ihr auch mal selbst vorbeikommt. Okay, dann haben wir jetzt hier erstmal meine lebenden Tiere, die ich mitgebracht habe. Das sind 5 Stück. Alles Hirschkäfer, 2 verschiedene Arten. Und dann haben wir hier zuerst ein schönes Männchen von Prosopocoilus astacoides mitsunumai. Ein Wildfang aus den Cameron Highlands in Malaysia, kam auch zusammen im Import mit den Odontolabis femoralis. Die sind mittlerweile leider schon tot, aber ist normal. Die leben ja nur mal nicht so lange, die Hirschkäfer, die meisten zumindest nicht. Und er hier ist jetzt natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Ist aber noch alles dran, das Weibchen ist gestorben. Und dann habe ich ihn hier geschenkt bekommen von demjenigen, der diese Käfer in Zucht hatte. Autschi, willst du mich beißen? Astacoides hatte ich schon lange nicht mehr lebendig. Das war mit einer meiner ersten Hirschkäfer, die ich überhaupt lebendig hatte. Hat aber damals nicht mit der Zucht geklappt. Ist aber auch schon 7, 8 Jahre her. Und ja, dann messen wir den Rabauken hier mal. Okay, mein Messschieber funktioniert wieder einigermaßen. Ist auf jeden Fall ein schönes telodontes Männchen. Maximalgröße ist, denke ich, bei 70 mm, glaube ich, bei Astacoides. Vielleicht knapp drüber. 70 mm Tiere sind mir auf jeden Fall bekannt. Und hier haben wir 63 mm. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Mein Männchen von damals war ungefähr genauso groß, war aber eine indonesische Unterart. Wobei bei Astacoides das mit den Unterarten auch ziemlich schwierig ist. Es gibt sehr viele beschriebene und wie viele davon letztendlich gültig sind, kann ich nicht sagen. Herr Dr. Schenk meinte in Frankfurt, allein der Name Astacoides wäre schon falsch, sondern die Art heißt Prosopocoilus elaphus. Dass die Japaner da wohl irgendwie die Systematik neu gemacht hätten. Ich habe da kein Mitspracherecht, deswegen gehe ich mal mit dem gängigen Namen, das ist Astacoides. Und ja. Schönes Männchen, das jetzt noch seine letzten Tage bei mir verbringen darf. So, und dann haben wir noch 2 Pärchen Dorcus perii retsemae. Retsemae, wie auch immer man das ausspricht. Eine kleine, recht schnucklige Dorcus-Art, die ich jetzt zu Filmzwecken gekauft habe, aber wenn ich sie schon einmal habe, dann werde ich natürlich auch versuchen, die zu züchten. Das sind die 2 Paare hier. Zu den eigentlichen Filmzwecken sage ich jetzt erstmal noch nichts, weil das schwebt noch in der Luft, was daraus wird. Und deswegen will ich da nicht zu viel versprechen. Und ja, auf jeden Fall die Männchen werden, denke ich, auch nicht wirklich größer als so. Und die haben auf den Elytren Rillen. Ist bei den Weibchen deutlich stärker ausgeprägt. Ich hoffe, man erkennt es einigermaßen auf der Kamera. Bei dieser Dorcus-Art ist der Größenunterschied zwischen Männchen und Weibchen nicht ganz so extrem wie bei anderen Dorcus-Arten, zum Beispiel Dorcus titanus. Messen wir jetzt auch mal ein Männchen hier von also bei 50, 55 mm, schätze ich mal. Ja, 50,5 mm.
glaube nicht, dass sie unbedingt viel größer werden. Sollen einfach zu züchten sein mit mittelhartem, weißfaulem Holz in Stämmen. Habe ich auch noch hier. Weiß ich noch nicht, ob ich dazu ein Video mache. Ansonsten, wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie man Dorkus zur Eiablage bringt, dann könnt ihr euch einfach das Setup-Video zu Dorkus Titanus ansehen. Das ist eigentlich oft identisch, das Setup. Je nach Art muss man dann halt verschiedenes Holz, also im Härtegrad nehmen. Aber ja, das müsst ihr dann selbst herausfinden, für welche Art, welches Holz zu verwenden ist. Im Grunde ist das sonst gleich die Einrichtung der Boxen. Ja, und das war's dann schon mit meinen lebendigen Tieren. Die werden jetzt kurz wieder eingepackt. Auf die Seite gestellt. Ja, dann machen wir weiter. Und zwar mit Präparaten. Und zwar sind das diese hier. Die habe ich ertauscht mit einem Bekannten aus einem Kolibakteriologenverein. Der hat mir hier diese schönen Arten dann zur Verfügung gestellt. Er hat gegen lebendige Protetia getauscht und ich habe dafür dann einige Präparate bekommen. Hier sind verschiedene Carabus-Arten, Protetia morio, Purpuricenus kaelai, Radium bifasciatum und ein Sinodendron cylindricum, Männchen. Wie gesagt, der Herr ist in einem koleopterologischen Verein und hat damit auch eine Genehmigung, diese Arten zu sammeln, auch wenn sie unter Schutz stehen, wie zum Beispiel den Sinodendron oder diese Bockkäfer. Alle schön etikettiert mit kompletten Funddaten. Und hier fällt natürlich auf, die Tiere sind auf Plättchen geklebt und die Nadel geht dann durchs Plättchen. Machen zumindest viele Kolibakteriologen, die einheimisches Material sammeln bzw. wissenschaftlich erfassen, da bei einheimischen Arten ja eher kleinere Tiere dominieren und man durch die Nadel eventuell Bestimmungsmerkmale auf der Oberseite oder auf der Unterseite des Tieres zerstören könnte, zum Beispiel bei Carabus. Da unterscheiden sich Arten oder Unterarten. Ob da jetzt eine kleine Reihe, diese Kettenreihen mehr sind auf den Elytren, diese Gruben oder nicht, und dann kann man das schnell zerstören. Ich bin kein Freund vom Kleben. Sieht auf jeden Fall schön aus, aber man kann den Käfer nur umständlich von der Unterseite betrachten, da muss man ihn nämlich von dem Plättchen lösen. Dabei kann er kaputt gehen oder man muss es halt aufweichen, das Plättchen, dann komplett ein neues Plättchen machen, ihn nachher wieder neu aufkleben. Wenn man ihn genadelt hat, kann man einfach von unten drauf gucken, man nimmt ihn dann an der Nadel, da geht dann auch nichts kaputt. Und bei meinen Lieblingen, den Hirschkäfern, gibt es eigentlich keine Bestimmungsmerkmale, die durch eine Nadel zerstört werden könnten. Und deswegen habe ich auch nochmal neue Nadeln gekauft. Das sind jetzt 200 Stück der Stärke 4. Die ist bei Käfern auf jeden Fall sinnvoll. Ja, dann habe ich erstmal wieder genug für die kommende Staffel meiner Präparationsserie. Und dann kommen wir auch gleich zu den Hauptakteuren dieser Serie.